Hallo Leute, hier ist Tyro 1992 wieder und heute mit einer Comic-Vorstellung. Und zwar stelle ich euch vor: Justice League of America vs. Witchblade. Ein Crossover, was es zu einer Ausgabe nur geschafft hat. Naja, und ich habe mir gedacht: Okay, ich könnte natürlich diesen Comic jetzt alleine vorstellen, aber du hast ja von Witchblade ja mal sowas von gar keine Ahnung. Also habe ich mir jemanden zu Hilfe geholt. Und zwar von niemand anderem als mir, Dr. Faustus Refree, eurem vielseitigsten YouTuber Deutschlands. Und so langsam fühle ich mich ja schon ein bisschen dafür verantwortlich, mal diese ganzen seltsamen Crossover zu besprechen. Der Tyron hat ja eben schon gesagt, worum es heute geht. Geschrieben wurde dieses Werk von Len Kaminski und gezeichnet von Mark Pajarillo. Zwei Namen, die ich noch nie gehört habe, und nach diesem Werk hier muss ich auch sagen, dass ich es nicht schade finde, dass die beiden irgendwo in der Versenkung untergegangen sind. Dieser Comic hier stammt aus dem Jahr 2000, genauer gesagt Dezember 2000, und ist knapp 44 Seiten lang, ja, 44 bis 45, ist zwar bloß eine Ausgabe, aber eine etwas längere. Und ja, bevor wir gleich zu meiner Meinung kommen, wird der Tyron euch sagen, wie er dieses Werk hier empfand. Genau, und wie, nachdem Dr. Faustus jetzt euch die Daten erzählt hat, war Erscheinungsdatum, Zeichner und so weiter, erzähle ich euch jetzt mal, was es in diesem Comic denn so geht. Und zwar geht es darum, dass Sarah Piccini, die Besitzerin der Witchblade, schwer angeschlagen in Gotham City zu Barbara Gordon kriecht. Und Barbara und sie kennen sich aus Kindheitstagen, weil ihre Väter kannten sich, sind ja beides Polizisten. Und man erfährt halt, dass sie angegriffen wurde und sich jetzt in so einer Art Stase befindet. Und ja, das ist es erst, das ist es eigentlich. Währenddessen erfahren wir aber, dass natürlich, wer hat immer bei sowas immer seine Finger im Spiel? Lex Luthor und wie ist der andere Mann? Da muss ich tatsächlich kurz mal reingucken. Wo ist er denn? Mr. Irons, keine Ahnung. Ich kenne den nicht, ich kenne Iris West, aber das ist jemand anders. Auf jeden Fall, und der Plan ist, dass sie wollen, die beiden wollen die Witchblade haben. Aber das geht wohl nicht so gut, wenn Sarah Piccinini der Wirt ist, weil die haben ja so eine bestellte Verbindung, die beiden. Also man schwächt sie so sehr, dass die Witchblade sich einen neuen Wirt suchen muss und dann die Witchblade wegzunehmen. Finde ich sehr, ist ein sehr durchdachter Plan, Lex. Auf jeden Fall kommt es dann zur Situation, dass Sarah in den Watchtower gebracht wird. Man sieht noch ein bisschen von ihrem Background so. Da kommt es nämlich dazu, dass viele verschiedene weibliche Helden aus dem DC-Universum die Witchblade abkriegen. Zum Beispiel Barbara Gordon bekommt die Witchblade und sieht dann aus wie Arachne aus Monster Musume, hat einen riesigen Spinnenunterleib, weil sie kann nicht mehr laufen, sitzt im Rollstuhl. Dann Huntress kriegt auch nochmal die Witchblade. Und dann ganz zum Schluss Wonder Woman, wie wir es hier auf dem Cover sehen. Was natürlich eine tolle Kombination ist, die mächtigste Frau der Welt mit noch der Witchblade obendrauf. Was ich von der Idee eigentlich ganz cool fand, es ist bloß einfach so, dass es ist halt arschkurz. Und ich denke, dass ihr bessere Geschichten finden werdet, weil mehr ist es nicht. Es ist zwar ganz cool, wie Wonder Woman die gesamte Justice League platt macht und so, aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra, was die Story angeht. Es ist halt 45 Seiten, das ist halt auch noch dazu, es ist halt nicht viel drin. Witzige Stelle gibt es übrigens, wo die ja dann darüber reden, über die Witchblade und so, hier der gesamte Justice League Cast und so, dann Aquaman so, ja, in meinen Büchern in Atlantis, da wird auch von der Witchblade geredet. Oh, okay, gut, danke Aquaman. Und ja, zeichnerisch ist das auch eher so, das Ding ist halt, an sich, die Zeichnung an sich zu Hintergründe und auch die Körper der Charaktere, alles cool. Bloß, ihr seht es ja schon hier, das wird der Dr. Faust auch nochmal zukommen, das ist ihm nämlich noch vor mir aufgefallen. Alle Frauen haben denselben Gesichtsausdruck, und zwar den Mund auf und du siehst die Zähne. Es hat diese ganz angespannt gucken. Es gibt zwar ein, zwei nette Ideen, zum Beispiel mag ich das Panel hier ganz cool, finde ich ganz cool, was so über zwei Seiten geht. Das finde ich ist eine coole Sache. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, also zeichnerisch denke ich, gibt es Besseres. Und wenn ihr was von der Justice League lesen wollt, könnt ihr bestimmt auch bessere Comics lesen. Und wenn ihr was von Witchblade lesen wollt, geht einfach auf den Kanal von Dr. Faustus, der weiß auch. Das ist ganz witzig gewesen. Es hat auch nur 4 Euro gekostet.
Aber ich würde es jetzt niemandem empfehlen. Höchstens ihr sagt, boah, ich finde Wonder Woman geil. Das war mal mein Grund. Ich fand die Idee Wonder Woman, der Witch Blade einfach geil. Naja, sagt, aber es ist halt auch nur kurz. Es ist eine Ausgabe. Naja. Aber ich wollte euch gerne davon berichten. Jetzt sagt der Dr. Faustus nochmal seine Meinung dazu. Und dann werde ich euch noch Bilder einblenden. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tja, dann bin ich jetzt wohl dran, euch meine Meinung hierzu mitzuteilen. Aber Leute, was soll ich euch dazu noch sagen? Der Tyron hat euch gerade schon die Geschichte so ein bisschen erzählt und ich finde halt, das ist so eine Story, die braucht niemand. Vielleicht, wenn ihr ganz große Justice League und Witchblade-Fans seid und dieses Crossover unbedingt wollt, mal beides zusammen in einem Comic, dann, ja, könnt ihr euch den schon mal geben, aber wenn ihr bloß Fans von einem der beiden Franchise seid, dann bekommt ihr halt bei der Justice League mehr als genug gute Geschichten geboten. Also die Auswahl ist ja wirklich riesig. Und auch bei Witchblade eben. Also, wenn ihr bloß eins von beiden mögt, gibt es keinen Grund, dieses Ding hier zu kaufen. Es sei denn, ihr wollt wirklich alles, was es an Comics gibt von eurem Lieblingsfranchise, dann könnt ihr das hier mal mitnehmen, aber ist wirklich komplett belanglos. Klar, es gibt ein paar nette Szenen drin, zum Beispiel, wenn ihr mal sehen wollt, wie Barbara Gordon mit der Witchblade komplett durchdreht und zu einer riesigen Metallspinne mutiert, dann okay, könnt ihr euch geben. Oder auch Wonder Woman mit der Witchblade ist ganz interessant, die ebenfalls durchdreht und einfach mal die komplette Justice League fertig macht. So Superman, Green Lantern, alle mit Leichtigkeit umgehauen. Klar, kann man sich vielleicht mal anschauen, aber ja, so an sich von der Geschichte braucht das wirklich niemand. Und zeichnerisch habe ich halt auch schon Besseres gesehen. Also, ich will den Zeichner jetzt nicht komplett schlecht reden, der kann schon ein bisschen was. So gerade so die Hintergründe und was so die Körper der Figuren angeht, ist okay. Aber so Gesichter hat er nicht so wirklich drauf. Und er hat halt so einen Gesichtsausdruck, den man auf den meisten seiner Panels sieht. Also, das ist gerade bei den Frauen. Fast alle Frauen in diesem Comic haben diesen Gesichtsausdruck in wirklich vielen verschiedenen Situationen. So die Zähne zusammengedrückt und den Mund so weit geöffnet, dass es wirklich so aussieht. Und ich übertreibe nicht, fast alle Panels, wo hier die Frauen drauf sind, was halt ja die meisten sind, weil man hat ja halt eben viele Frauen im Vordergrund. Sarah Pizzini, Wonder Woman, Barbara Gordon auch zum Teil. Und alle gucken halt so hier. Das verstehe ich einfach nicht. Selbst, ich meine, Sarah Pizzini, die ist einen Großteil von diesem Comic hier ohnmächtig. Und statt die einfach mal den Mund geschlossen hat, hat sie selbst im ohnmächtigen Zustand diesen Gesichtsausdruck. Und es ist wirklich immer dieser gleiche Gesichtsausdruck. Fast alle Gesichter hier in diesem Comic sehen gleich aus. Also das wirkt schon ein bisschen, mal abgesehen davon, dass es einfach nicht gut aussieht. Also es sieht wirklich furchtbar aus an manchen Stellen. Es ist einfach auch, weiß ich warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Die einzige Theorie ist halt, der Zeichner kann es nicht anders. Und das spricht halt auch nicht gerade für ihn. Deswegen kann ich auch zeichnerisch hier nicht mehr sagen als mittelmäßig. Bestenfalls mittelmäßig. Ja, also, das war es eigentlich auch schon in meiner Meinung. Wie gesagt, schenkt ihn ja gar keine Beachtung, es sei denn, ihr habt aus irgendeinem Grund wirklich so großes Interesse dran, dass ihr den unbedingt haben wollt, aber erwartet dann nicht zu viel und na, ich habe euch gewarnt. Gut, das war jetzt noch meine Meinung. Ich denke mal, das Video ist jetzt vorbei. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal, bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns demnächst ja mal auch wieder auf meinem Kanal und ja, bis dann und auf Wiedersehen. Into the moonlight, even if I try to cancel all the pictures into the mind, there's a flashing in my eyes. Don't you see my condition? The nation is gone running again. Can't you see now? Illusions right into your mind. Deja vu.